Was kann ich denn jetzt hier überhaupt tun? Der arme Delegator. Echt mal. Es war ein Kampf-Pokémon, ein Wasser-Pokémon, Feuer oder wahrscheinlich Elektro. Okay. Die Bruchstücke der Statue sind elektrisch geladen. Das lässt vermuten, dass die Statue durch eine Attacke vom Typ Elektro beschädigt wurde. Aber da Pikachu überhaupt keine Elektroattacken einsetzen kann, muss das Verbrechen also von einem anderen Pokémon begangen worden sein. Immerhin hat er das jetzt schon direkt gecheckt. Es wird allerdings schwer zu beweisen sein, dass Pikachu keine Attacken einsetzen kann. Heißt das, er ist nur so dumm, weil Pikachu bei ihm ist? Weil Pikachu ihm alles vorkaut, aber eigentlich ist er smart? Ich sollte lieber etwas anderes finden, das Pikachus Unschuld beweist. Weil das war jetzt ja zumindest eine vernünftige Schlussfolgerung, auch die Tatsache, dass er meint, ja, das reicht aber nicht, ne? Wo war Pikachu letzte Nacht? Wenn ich das herausfinde, könnte ich ihm vielleicht ein Alibi verschaffen. Ich sollte die Orte besuchen, an denen Pikachu sich aufgehalten haben könnte und die Leute dort befragen. Also finde ich jetzt gar nicht mal so dumm, was er da tut. Nachdem wir gestern von den Ruinen zurückgekehrt waren, ist Pikachu nochmal allein in die Stadt gegangen. Und so wie ich ihn kenne, hat er garantiert im Hi-Hat-Café Halt gemacht. Ich sollte mal mit Pablo sprechen. Warum ist der Junge plötzlich so smart? Möchtest du mal ein bisschen rumlaufen? Hä? Ich verstehe das nicht. Weil er macht sinnige Argumentationen. Ja, wie gesagt, auch jetzt okay, wir können nicht beweisen, dass er keine Attacken einsetzen kann. Voller Bauch, volles Glück. Dann suchen wir jetzt ein Alibi. Also. Peko. Du scheinst ordentlich Appetit zu haben, Morpeko. Kaum zu glauben, was bei Fountain Palace passiert ist. Weißt du vielleicht, ob man den Täter schon gefasst hat? Naja. Nein. In der Theorie nicht. Nicht den wahren Täter. Ach, ich liebe Morpeko. Mortipot ist schon wieder weg. Nein, da oben ist es. Ach, da! Stimmt, ist wieder da. Kuro hat es gewandert. Kuro hat's zurückgebracht. Excuse me. Entschuldigen Sie, hätten Sie kurz Zeit für einige Fragen? Kommt drauf an, wer fragt. Eigentlich möchte ich nur Ihre Nummer meinen Kaffee trinken. Ich möchte Ihnen wirklich keine Umstände bereiten. Geht um den Vorfall auf dem Fountain Plaza, zu dem ich gerade Ermittlungen anstelle. Ah, du bist doch dieser junge Detektiv. In dem Fall stehe ich dir selbstverständlich gerne Rede und Antwort. Pikachu. Excuse me. Sind Sie gestern einem Pikachu begegnet? Das bin ich tatsächlich, und zwar letzte Nacht auf dem Fountain Plaza. Auf dem Fountain Plaza? Bitte fahren Sie fort. Als ich das Pikachu gesehen habe, war die Fleckmann-Statue bereits kaputt. Ich habe das Pikachu zwar nur von hinten gesehen, als ich aus dem Staub gemacht habe, aber sein gelber Rücken war unverwechselbar. Könnte auch ein Ditto gewesen sein. Oder Voltenso. Kurz darauf ist das Pikachu in aller Ruhe davon spaziert. Wohin, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Hatte ich gerade noch gesagt, er ist weggelaufen? Naja. Verstehe. Excuse me. Haben Sie gehört, was mit der Fleckmann-Statue passiert ist? Gehört? Ich habe es sogar mit eigenen Augen gesehen. Wirklich schlimm. Seine Wut an so einer harmlosen Statue auszulassen. Du untersuchst diesen Vorfall gerade, nicht wahr? Hoffentlich findest du den Verantwortlichen schnell. Ja, ich werde tun, was ich kann. Oder Mimikma. Stimmt. Ja. Süß. Das Essen und die Getränke hier sind einfach spitze. Dieses Kaffee ist wirklich der Hammer. Excuse me. Ja, ein paar Fragen bitte. Was möchtest du wissen? Excuse me. Haben Sie ein Pika gesehen? Ein Pikachu? Nein, letzte Nacht habe ich keins gesehen, aber vor ein paar Minuten. Ich war auf der Polizei, um eine Fundsache abzuholen. Dort war eins, ganz sicher. Ach ja? Erinnern Sie sich noch an weitere Einzelheiten? Es sah aus, als ob es schlafen würde. Ein Polizist trug es gerade hinein. Er hat geschlafen? Wie kann man denn in so einer Situation einfach wegdösen? Stimmt etwas nicht? Nein, alles in Ordnung. Excuse me. Haben Sie gehört, was mit der Fleckmann-Statue passiert ist? Oh ja, muss ein ziemliches Chaos gewesen sein. Ich konnte bisher aber noch kein eigenes Bild davon machen. Kappa! Von Kappaloris begrüßt zu werden, fühlt sich ohne Pikachu ganz seltsam an. Hey! Hallo und willkommen! Ich sehe, bist du heute ohne Pikachu hier. Wir waren eigentlich gemeinsam unterwegs, aber auf unserem Weg hierher hat uns die Polizei angehalten und Pikachu auf der Stelle verhaftet, weil es zu schnell gefahren ist. Sekunde mal, Pikachu wurde verhaftet? Wir reden doch immer noch von deinem Pikachu, oder?
Jetzt, wo du sagst, den Lärm nach zu urteilen, ging es draußen vor kurzem recht turbulent zu. Wird wohl besagte Verhaftung gewesen sein. Hat Pikachu was Schlimmes angestellt? Die Polizei behauptet, dass Pikachu die Fleckmann-Statue auf dem Fountain Plaza beschädigt haben soll. Aber Pikachu kann es auf keinen Fall gewesen sein. Kann nicht mal Attacken einsetzen. Ja, ohne Attacken lässt sich solch ein Schaden nur schwer anrichten. Mal abgesehen davon, die Statue wurde erst letzte Nacht so übel zugerichtet, stimmt's? Pikachu war den Abend über hier im Café. Ach ja? Erzählen Sie doch bitte mehr darüber. Excuse me. Er lief eigentlich alles so ab wie immer. Er bekam das übliche, eine Tasse Kaffee, schwarz und frisch gebrüht. Er schien seinen Kaffee sehr zu genießen. Können Sie noch an die Uhrzeit erinnern? Nein, tut mir leid. Dann reicht es leider nicht als Alibi. Oh, aber er saß auf jeden Fall noch hier, als im Fernsehen die Abendnachrichten liefen. Okay. Wenn ich mich nur daran erinnern könnte, um welche Uhrzeit das genau war. Tut mir leid, aber ich kann dir da wohl nicht helfen. Viertel nach acht oder so? Sie brauchen sich wirklich nicht zu entschuldigen, Pablo. Ich weiß Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Excuse me. Also, wussten Sie bereits, was mit der Fleckmann-Statue passiert ist? Ja, ich hab gedacht, ich höre nicht recht, als ich heute früh davon erfahren habe. Eine Schande hieß das. Das muss ein ganz starkes Pokémon gewesen sein, um die Fleckmann-Statue so zuzurichten. Auf mich hat immer noch einen robusten Eindruck gemacht. Bezweifle sehr, dass ein Pikachu derartigen Schaden anrichten kann. Das können Sie laut sagen, obwohl er es bestimmt nicht gern hört. Mein Fehler, entschuldige. Spaß beiseite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von diesem Vorfall niemand etwas mitbekommen hat. Vielleicht können ja meine Kunden mehr erzählen. Also nur zu, hör dich durch um. Gute Idee, habe ich aber schon gemacht. Oh. Es ist bereits Nachmittag. Vielleicht kann ich nun Pikachu besuchen. Auf zur Polizeiwache. Aber ja, Pablo hat seinen Akzent wieder bekommen. Hm. Aber zumindest ein paar hilfreiche Sachen schon mal gehört. Aber eigentlich genau, was er Sakai auch schreibt, müssten die nicht eh immer um die gleiche Uhrzeit kommen, die Abendnachrichten? Eigentlich schon. Hi. Hallo Tim, Kommissar Holliday hat deine Anfragen genehmigt. Du darfst Pikachu jetzt besuchen. Thank you. Prima. Doch zuvor muss ich mit dir noch kurz unsere Regeln für das Besuchen von Partner-Pokémon durchgehen. Besuche sind nur nachmittags möglich. Du kannst deinen Partner bis zu zweimal pro Tag besuchen, aber nicht unmittelbar hintereinander. Wenn es nur nachmittags möglich ist, wie funktioniert das? Mhm. In Ordnung, ich werde dran denken. Möchtest du deinen Partner jetzt besuchen? Jo. Gut, dann folge mir. Oder heißt es mit zweimal hintereinander nicht an zwei Tagen hintereinander? Sondern du musst einen Tag Abstand halten. Keine Ahnung. Aber es ist ja doch zweimal täglich, also ach, keine Ahnung. So, nun darf ich also endlich Pikachu sehen. Ich frage mich, wie es ihm wohl geht. Entschuldige die Wartezeit, hier ist ein Pikachu. Das ist der Besucherraum. Tim! Pikachu! Thank goodness, you really had me worried. Hey, keep your voice down. Don't call attention to us. Oh, right. Mhm. Geht's dir gut, Pikachu? Das alles ging sowas von schnell, ich hab mir echt Sorgen gemacht. Kann ich dir nicht verübeln. Das muss man sich vorstellen, ein Meisterdetektiv wie ich unter Tatverdacht. Das Pokémon-Schutzamt behauptet, dass du die Fleckmann-Statue auf dem Fountain Plaza beschädigt hast. Ich hab mich dort mal umgesehen. Die Bruchstücke, die dort herumlagen, waren elektrisch geladen. Das bedeutet also, dass der Täter ein Pokémon gewesen sein muss, das Attacken vom Typ Elektro einsetzen kann. Moment hier mal, ich kann doch gar keine Attacken einsetzen. Keine Sorge, das weiß ich doch. Du kannst auf keinen Fall der Täter gewesen sein. Aber ich kann dem Pokémon-Schutzamt auch nicht einfach erzählen, was du mir gesagt hast. Die würden mir niemals glauben. Stimmt. In einem Satz wie Pikachu sagt, er sei unschuldig, erntest du garantiert nur schiefe Blicke. Du musst mir alles erzählen, Pikachu. Bis ins kleinste Detail. Nur so kann ich deine Unschuld beweisen. Ich wusste, dass du mich nicht hängen lässt. Du würdest mich nicht hängen lassen. Klar, frag nur. Mhm. Magst du mir erzählen, was du letzte Nacht gemacht hast? Nachdem wir uns getrennt haben, bin ich ins Sci-Head-Café gegangen. Ich wollte nochmal die Ereignisse von letzter Nacht durchgehen und herausfinden, ob es vielleicht eine Verbindung zu all unseren bisherigen Fällen gibt. Doch ohne Kaffee kein Kombinieren. Auf meinem Weg zum Café bin ich am Fountain Plaza vorbeigegangen und zu dem Zeitpunkt war die Fleckmann-Statue noch unbeschädigt.
Konntest du dort andere Pokémon sehen? Welche, die auch Elektroattacken einsetzen können? Wie soll so ein Besuch eigentlich aussehen, wenn die Pokémon normalerweise nicht mit den Partnern sprechen können? Nun. Nein, leider Fehlanzeige. Der Täter musste nach mir dort aufgetaucht sein. Verstehe. Und nach deiner Ankunft im Café? Ist da vielleicht noch irgendwas Seltsames passiert? Jetzt, wo du sagst, ich hörte mich im Café entspannt, aber habe ich es draußen laut donnern gehört. Donnern, sagst du? Das könnte das Geräusch der Elektroattacke gewesen sein, mit der die Statue beschädigt wurde. Weißt du noch, gegen wie viel Uhr du das Donnern gehört hast? Eine genaue Zeit kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß noch, dass die Abendnachrichten gelaufen sind, als ich den Krach gehörte. Die Sache ist, gute Info, aber reicht immer noch nicht. Nee, vor allem nicht, wenn es eine Aussage von Pikachu ist. Nee. Okay. Mhm. Was geschah, nachdem du von Brad abgeführt wurdest? Ich bin im Auto eingeschlafen. Als ich wieder aufwachte, war ich in der Arrestzelle. Moment mal, du bist einfach so im Auto eingeschlafen? Waren die Sitze denn so bequem? Ich bin bequemer als in jedem anderen Auto, schätze ich. Keine Ahnung, wieso ich sofort eingedöst bin. Wahrscheinlich das einzige Seltsame. Hin und wieder hatte ich auf der Polizeiwache auch ein paar Aussetzer. Moment mal, wie bitte? Naja, eben bin ich noch in der Arrestzelle und plötzlich stehe ich auf dem Dach, ohne die leiseste Ahnung, wie ich dort überhaupt hingekommen bin. Ich habe seine Durchsage gehört, in der zum Training aufgerufen wurde, aber ich kann mich nicht daran erinnern, aufs Dach gegangen zu sein. Das klingt ja beinahe so, als hätte man bei dir die Attacke Hypnose eingesetzt. Ich habe hier allerdings kein Pokémon gesehen, das so eine Attacke einsetzen kann. Soberis? Oder kann Cleopatra nicht auch Hypnose potenzieren? Ich meine, die trifft eh nicht, aber... Immer wie ein ganz mieses Gefühl, was diese Polizeiwache betrifft. Ein echt seltsamer Ort. Und die anderen Pokémon hier behandeln mich auch noch nicht gerade nett. Vermutlich habe ich zu viel Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Eines der Pokémon hat mich sogar mit einer seiner Attacken auf die Bretter geschickt. Was? Alles okay mit dir? Bist du verletzt oder so? Nicht ernsthaft, nein, aber es zwiebelt immer noch ganz schön. Die Attacke hat es echt in sich. Ach, nur gut, dass hier nichts passiert ist. Aber halt dich künftig von Ärger lieber fern, hörst du? Keine Sorge, beim nächsten Mal bin ich vorsichtiger. Ich hoffe, du und die anderen lernt noch miteinander auszukommen. Wie viele andere Pokémon sind denn noch untergebracht? Ich habe insgesamt 5 kennengelernt und alle hatten so ein seltsames Ding am Rücken, wenn ich mich recht erinnere. Es wird so eine Art Marke, die es dem Pokémon-Schutzamt erleichtern soll, uns zu überwachen. Ist der so dumm? Ich merk's, Pikachu ist der Dumme, nicht Tim. Ja, vor allem, wir haben die Würfel doch auch bei Urgel und so gesehen. Ja. Bei Bibor. Pikachu ist der wahre Dumme. Er zieht Tim einfach runter mit seiner Dummheit. Wenn Tim alleine ist, ist er voll smart. Tim ist eigentlich der Good Man hier und Pikachu ist der Dumme Dumm. Ja. Wenn das stimmt, können Sie die Geräte bestimmt auch zur Ortung einsetzen. Schlag dir eventuelle Fluchtpläne lieber gleich aus dem Kopf, hörst du? Fliehen? Ich? Niemals. Ich werde hier auf die einzig richtige Art und Weise rausspazieren, und zwar indem ich meine Unschuld beweise. Nach all dem, was du mir erzählt hast, habe ich ein ziemlich genaues Bild davon, wo du zum Zeitpunkt des Verbrechens gewesen bist. Ach, tatsächlich? Ja, lass mich nur mal kurz einen Blick in meine Fallnotizen werfen. Wo war Pikachu, als das Verbrechen begangen wurde? Wenn ich zusammennehme, was ich im Hyatt-Café gehört habe und was Pikachu mir erzählt hat, sollte ich entsprechende Schlussfolgerungen ziehen können. Im Fountain Plaza? Auf der Polizeiwache? Oder im Hyatt-Café? Okay. Pikachu meinte, dass er draußen Donner vernommen hatte, als er im Café saß, und zwar während die Abendnachrichten im Fernsehen liefen. Zudem hat Pablo gesagt, dass sich Pikachu im Café aufhielt, als die Nachrichten liefen. Das beweist, dass Pikachu nicht am Tatort war, als das Verbrechen geschah, sondern im Hyatt-Café. Wow. Ja, das muss ich ja wohl gar nicht erst sagen, Tim, aber ich bin unschuldig. Du musst herausfinden, wer das wirklich getan hat. Halte durch, Pikachu. Ich finde das Pokémon, das für all das verantwortlich ist. Danke, Tim. Du schaffst das schon. Sei nur vorsichtig bei deinen Ermittlungen. Vergiss nicht, dass du nach einem Pokémon suchst, das mächtige Elektroattacken einsetzen kann. Keine Sorge. Ich werde schon aufpassen, dass mir niemand die Lichter ausknipst. So wie dir. Das musst du mir jetzt unbedingt nochmal unter die Nase reiben, ne? Aber gut, solange du was daraus lernen konntest. Direktor Butler behauptet, im Besitz von Beweisen zu sein, die dich als Täter überführen können, Pikachu. Mich hält sich ja noch ein weiteres Pikachu hier in Rhyme City auf. Ein anderes Pikachu außer mir? Ich denke, es ist noch zu früh, um derartige Schlüsse zu ziehen, aber möglich wär's.
will mich so gründlich, wie es geht, hier auf der Polizeiwache umsehen. Es gibt da nämlich noch ein paar andere Dinge, die mir Kopfzerbrechen bereiten. In Ordnung. Und ich werde mich noch ein bisschen bei den Leuten in der Stadt umhören. You'll get out soon. Just hang in there. Time's up. Hold on. We're not done yet. What's wrong, Pikachu? My body's moving on its own. Huh? That light. Erster Hafttag. Tim, abends. Aber Tim hat's schon wieder gecheckt. Mhm. Also ist wirklich Pikachu das Problem. Pikachu hat sich eben ganz schön seltsam verhalten. Vielleicht hat das ja etwas mit dem Aussetzern zu tun, die er erwähnte. Und ich würde zu gerne wissen, was es mit diesem würfelförmigen Gerät auf seinem Rücken auf sich hat. Es wird Zeit, Kommissar Holiday zu treffen. Vielleicht kann er mir ja ein paar Fragen beantworten. Also die Zusammenfassung, Buke, ist, Pikachu sitzt im Knast. Wegen Sachbeschädigung und Mord. Es hat Fleckmon ermordet. Ja. Da bist du ja, Tim, wie vereinbart. Kommissar Holiday. Tut mir leid, dass ich dir solche Umstände beschere, aber das ist momentan schon schwer genug. Würde gerne gleich zum Punkt kommen, aber das scheint mir nicht der beste Ort dafür zu sein. Der Dude da vorne hört zu. Lass uns dort drüben reden. Excuse me. Vielen Dank, dass wir den Besuch bei Pikachu ermöglicht haben, Herr Kommissar. Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Man hat dich also zu ihm gelassen, ja? Ja, dank Ihrer Hilfe, aber... Sie ist nicht besonders zufrieden aus. Oh, natürlich bin ich froh, ihn gesehen zu haben, keine Frage. Aber ich fürchte, die ganze Sache ist noch um einiges komplizierter geworden. Was ist denn passiert? Bevor ich näher darauf eingehe, dürfte ich Ihnen vielleicht noch ein paar Fragen stellen? Na sicher doch, schieß los. Wussten Sie, dass Pikachu verhaftet werden sollte, Herr Kommissar? Nein, darüber war ich ebenso überrascht wie du. Offenbar hat Bürgermeister Myers dem Pokémon-Schutzamt aufgetragen, eine größere Anzahl an Pokémon festzunehmen. Also lässt Direktor Butler sämtliche Pokémon verhaften, die er für Unruhestifter hält. Direktor Butlers Beweise sind zwar immer hieb- und stichfest und die Verhaftungen der Pokémon daher gerechtfertigt, aber... Aber? Bereitet ihn etwas Bauchschmerzen? Sein aggressives Vorgehen ist äußerst beunruhigend. Direktor Butler lässt das Pokémon-Schutzamt unzählige Pokémon inhaftieren, ohne dabei Zeugenaussagen aufzunehmen. Er verbietet das sogar explizit. Ja, genauso war es auch bei Pikachu. Ich sage nicht, dass das Pokémon-Schutzamt bei euch eine Ausnahme hätte machen sollen, aber nichtsdestotrotz. Sollte man die Dinge wirklich auf diese Art und Weise handhaben? Ich finde das halt schwierig, dass wir diese Antagonisten haben, die mit diesen Würfeln die Pokémon kontrollieren und dass das Pokémon-Schutzamt scheinbar damit drin hängt. Und man sollte meinen, dass die zumindest auf unserer Seite sind. Ich glaube nicht. Mm-mm. Können Sie mir mehr über Direktor Butler erzählen? Ich habe Sie beide heute Nachmittag gesehen. Arbeiten Sie sonst auch immer zusammen? In letzter Zeit schon, ja. Aber es ist nicht so, als würden wir zwar immer Seite an Seite arbeiten. Wo ich das Gefühl nicht loswerde, dass er mich ständig im Auge zu behalten scheint. Wie meinen Sie das? Auf der einen Seite ist es als Kommissar meine Pflicht, das Pokémon-Schutzamt bei seiner Arbeit voll und ganz zu unterstützen. Auf der anderen Seite gehen mir Butlers Methoden jedoch gehörig gegen den Strich. Das habe ich Butler auch schon gesagt, doch er winkt das immer noch und macht weiter sein Ding. Da ist schon einige Mal vorgekommen, fürchte ich. Direktor Butler ist mir gegenüber nun wohl etwas misstrauisch. So misstrauisch, dass er mich lieber gut im Auge behält und darauf achtet, dass ich nichts Unnötiges tue. Wow, das klingt, als hätten Sie in letzter Zeit es auch nicht gerade leicht, Herr Kommissar. Das klingt, als würde er bald sterben einfach. Ja. So Deathflag schon mal, so halb hochgehoben. Excuse me. Als ich Pikachu besucht habe, ist mir ein seltsames, würfelförmiges Gerät auf seinem Rücken aufgefallen. Wissen Sie, worum es sich dabei handelt? Diese Geräte werden an allen Pokémon befestigt, die wir in Gewahrsam nehmen. Mir wurde gesagt, dass es dabei um eine Art Erkennungsmarke handelt, um die Überwachung der verschiedenen Gefangenen zu erleichtern. Wer weiß aber leider auch nicht, tut mir leid. Wie? Nicht einmal Sie wissen, was mit diesen Geräten auf sich hat? Das Pokémon-Schutzamt hat viele Geheimnisse, die es mit niemandem teilt, nicht mal mit der Polizei. Darüber hinaus verfügt die Organisation über extrem strenge Sicherheitsbestimmungen, sodass ich so gut wie gar nichts über sie in Erfahrung bringen kann. Also sind selbst Ihnen die Hände gebunden, ha? Huh? Können Sie mir etwas über den Aufruhr letzte Nacht verraten, Herr Kommissar? Ach, du meinst die wild gewordenen Bieber, stimmt's? Der Fall unterliegt der Zuständigkeit des Pokémon-Schutzamts. Die Polizei wurde über den genauen Tathergang nicht in Kenntnis gesetzt. Interessant.
Wir mögen zwar mit dem Pokémon-Schutzamt zusammenarbeiten, aber bei etwaigen Einsätzen und Plänen lässt man uns meist im Dunkeln. Nun, danke trotzdem. Ich hatte gehofft, Sie würden... mehr wissen. Frech! Ich wünsche, ich könnte dir helfen. Ich muss mich erstmal hydrieren. Okay. Und einmal stretchen. Okay. Es war wirklich ein großer Stretch. Aber das haben sie. Ich glaube, ich kann die Situation nun ein klein wenig besser einschätzen. So, that's the situation. This is quite the place for a conversation, gentlemen. Darf man sich noch nicht mal mehr in Ruhe unterhalten? Das scheint ja nicht. Also im Prolog war der ja noch voll okay, der Dude, abseits von seinem Hemd. Aber jetzt? Na, wenn das mal nicht der junge Detektiv ist. Was für eine Überraschung. Guten Abend, Direktor Butler. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen, Direktor? Nein, ich bin nur zufällig vorbeispaziert. Aber wenn ich schon mal hier bin, Herr Kommissar, Sie werden hoffentlich keine voreiligen Entschlüsse fassen, ohne zuvor Rücksprache mit mir zu halten. Würde mir dem Traum nicht einfallen. Freut mich zu hören. Es ist von immenser Bedeutung, dass sowohl das Pokémon-Schutzamt als auch die Polizei den Vorschriften Folge leisten. Wie dem auch sei, ich empfehle mich. Schon merkwürdig, dass Direktor Butler ausgerechnet während unseres Treffens rein zufällig vorbeispaziert ist. Sag doch bereits, dass er mir misstraut. Sei lieber vorsichtig, Tim. Es ist nicht gut, die Aufmerksamkeit von Direktor Butler auf sich zu ziehen. Das also wollten Sie mir die ganze Zeit sagen? Ich mache mir Sorgen um dich und Pikachu. Leider kann ich dich aufgrund meiner aktuellen Situation nicht offen unterstützen. Aber ich weiß, dass dir bestimmt irgendwas einfallen wird, um Pikachus Unschuld zu beweisen. Ich glaube fest an dich. Vielen Dank, Herr Kommissar. Nun dann, man sieht sich, Tim. Pikachu hat sich ganz merkwürdig benommen, als das würfelförmige Gerät zu leuchten begann. Mir wurde zwar gesagt, dass sich dabei bloß um eine Erkennungsmarke mit zur besseren Verwaltung der Pokémon handelt, aber da bin ich mir nicht so sicher. Die Zeugenaussagen, die ich in Bezug auf Pikachu gehört habe, werfen auch einige Fragen auf. Vielleicht kann ich noch mehr in Erfahrung bringen, wenn ich mich wegen der anderen inhaftierten Pokémon umhöre. Allerdings sind zu dieser Tageszeit wohl nicht mehr viele Leute unterwegs. Moment, im Hyatt-Café könnten noch Kunden sein. Dort schaue ich mal vorbei. Okay. Wollen wir hier kurz eine Pinkelpause machen? Erstmal mit Coutini noch reden. Süß. Eine bezaubernde Singstimme. Tini! Ich stelle mich hier zu Bob. Willst du einmal speichern auf Plus? Perfekt. Dann machen wir hier ein kurzes Pinkelpäuschen und dann gucken wir mal, ob wir Pikachu aus dem Knast kriegen. Wahrscheinlich heute nicht mehr. Das Kapitel wird ja bestimmt auch eine ordentliche Länge haben. Aber wir können zumindest schon mal auf die Lösung kommen. Mhm. Und dann kommt das Spiel beim nächsten Mal auch auf die Lösung. Ciao, Bob. Wer bist du? Oh nein, die hat eine Sidequest. Echt? Ja, die war blau. Ah. Mit Besoffenen. Ja. Alles in Ordnung? Momentchen mal, bist du nicht der Detektiv, von dem ich in der Zeitung gelesen habe? So ein Glück. Willst du mir dabei helfen, nach den Coutini zu suchen? Wie viele sind es? Das ist die wichtigste Frage. Drück einfach mal durch. So. Okay. Zwei. Okay. Die sollen einfach mal zum Punkt kommen. Ja, du bist gerade legitim vergessen, dass das Spiel ja Sidequests hat. Dingelingeling. Hier kommt das Coutini-Mann. Was? Hier kommt der Gutmann. Ja. Driftlau mag ich an sich auch sehr gerne aus seinen Legenden Arceus, weil die da einfach hyperaggressiv sind, warum auch immer. Genau wie Shinox. Shinox ist so süß und lieb und ist einfach mega aggressiv in Legenden Arceus. Okay, das war ja angenehm. Ich glaube, die Sidequests tragen jetzt nicht so viel zum Worldbuilding bei.
Ich glaube, die kann man auch mal eben durchdrücken. Klar. Wenn du nochmal auf ihn zuläufst, macht er nochmal das Geräusch. So. Oh. Leider schon geil. Schon. Mhm. Ah, prima. Haben wir schon gedacht, dass hier noch ein paar Kunden sind. Das Quack, so fühlst du richtig mit 3 FPS. Und das ist ein Wommel auf dem Klavier. Oh, stimmt. Ja. Wuff, wuff. Die Nachrichten laufen. Mhm. Hey. Und, ah, da bist du ja wieder. Aber Pikachu wurde wohl immer noch nicht freigelassen. Noch nicht, nein. Aber ich weiß, dass er unschuldig ist. Wenn der Täter tatsächlich ein Pikachu war, dann muss sich um ein anderes handeln. Ich fände es passend, wenn es wirklich Mimikyu wäre. Aber es kann keine Elektroattacken. Das stimmt. Und es würde Stellas Herz brechen. Ja. Aber ein anderes Pikachu ist auch zu convenient. Ditto oder halt wirklich Dings. Voltenso. Keine Ahnung. Wissen Sie zufällig, ob sich noch weitere Pikachu in der Stadt aufhalten? Nicht, dass ich wüsste, nein. Dachte ich mir schon. Tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen kann. Ach, schon okay. Sich mit Ihnen über all das zu unterhalten, ist bereits eine große Hilfe. Wo wir gerade dabei sind, dürfte ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen? Aber sicher, was möchtest du wissen? Excuse me. Haben Sie zufällig gesehen, ob die Polizei irgendwelche Pokémon verhaftet hat? Nee, ich verbringe die meiste Zeit hier im Café. Aber vielleicht haben meine Kunden ja was gesehen. Danke für den Tipp. Viel Glück. Wie es aussieht, haben Sie sogar nachts alle Hände voll zu tun. Wann schlafen Sie? Ja, und darüber bin ich auch sehr dankbar, dass ich nicht schlafen muss. Ich habe genug Kaffee. Übrigens singen heute ein paar Pokémon auf der Bühne in dem Café. Sonst spielen sie immer nur Rockmusik, aber heute Nacht scheint ihnen der Sinn nach einer Ballade zu stehen. Und du hast mit Ermittlungen bestimmt alle Hände voll zu tun, aber falls du dir eine kleine Pause gönnen willst, solltest du dir ihre Vorstellung ansehen. Solche Pokémon habe ich hier in Rhyme City noch nie gesehen. Das sind alles Freunde von Capalores. Ich bin wirklich glücklich, dass sich so viele Pokémon an meinem kleinen Café erfreuen. Okay. Polly, Polly. Excuse me. Entschuldigen Sie, dürfte ich ein paar Fragen stellen? Excuse me. Haben Sie schon mal ein Pikachu hier in der Stadt gesehen? Falls du Detektiv Pikachu meinst, den habe ich ein paar Mal in den Nachrichten gesehen. Okay, ihn meine ich nicht, sondern ganz gewöhnliche Pikachu. Dann kann ich dir wohl leider nicht weiterhelfen. Oh, aber Sie brauchen sich auch nicht zu entschuldigen. Immerhin haben Sie sich die Zeit genommen. Excuse me. Haben Sie schon mal gesehen, dass ein Pokémon verhaftet wurde? Ja, ich habe gesehen, wie eine Gruppe Pokémon, ich glaube es waren 3, zusammengetrieben und abgeführt wurde. Ist Ihnen dabei vielleicht auch ein würfelförmiges Gerät aufgefallen? Jetzt, wo du es erwähnst, ja, sowas habe ich tatsächlich gesehen. Einer der Polizisten hat solche Geräte am Rücken der Pokémon befestigt. Anfangs hatten sich die Pokémon noch gegen ihre Verhaftung gewehrt, doch als die Geräte an ihnen angebracht waren, wurden sie plötzlich ganz ruhig. Es war seltsam, wie ruhig alle plötzlich waren. Hm. Das klingt wirklich sehr merkwürdig. Ich frage mich, was für Geräte waren. Kommen Sie oft hierher ins Café? Backete sie jetzt an. Ich habe erst kürzlich in einer Fernsehsendung von diesem Café erfahren, also bin ich hergekommen, um mir selbst ein Bild zu machen. Es ist heute mein erster Besuch hier, aber ich kann bereits jetzt sagen, dass ich dieses Café wahnsinnig gerne mag. Der Kaffee ist ein Traum, das Capalores ist einfach total niedlich, hier komme ich garantiert wieder her. Okay. Im Übrigen kann per TM Donnerblitz und Donner lernen. Oh. Excuse me. Ja. Muss das sein? Ich bin extra hergekommen, um die Show zu genießen. Ich untersuche den Vorfall von letzter Nacht und hatte gehofft, Sie könnten mir bei meinen Ermittlungen helfen.
Ach, na schön, dann will ich mal nicht so sein. Excuse me. Die gleichen Fragen bei jedem. Falls du den berühmten Detektiv Pikachu meinst, kann ich eine Frage mit einem dicken Ja beantworten. Haben Sie noch andere Pikachu gesehen? Nein, das wiederum nicht. Okay, trotzdem danke. Vielleicht gibt es in Rhyme City tatsächlich nur ein einziges Pikachu. Excuse me. Ja, erst neulich wurde ein Pandago in Verwahrung genommen. Zuerst hatte ich etwas Angst wegen seiner Größe, aber dann fand ich es doch ziemlich putzig. Während es dem Polizisten folgte, wedelte Pandago nämlich total süß mit den Tatzen, als würde es tanzen. Sekunde mal, tanzen? Ja, es schwang seine Tatzen für ein Weilchen umher, wie bei einem Tanz. Wieso sollte Pandago sowas tun? Das kann ich dir auch nicht sagen. Mach nichts, trotzdem eine sehr merkwürdige Geschichte. Kommen Sie oft hier ins Café? Ja, ich liebe den Kaffee hier. Pablo versteht wirklich was von seinem Handwerk. Wenn ich mir zu Hause Kaffee zubereite, schmeckt er nie so gut wie der von Pablo.